Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu unserem Livestream-Talk mit ganz besonderen Gästen. Ja, wir senden heute live aus dem Allgäu, diesmal aus Kempten. Und wir freuen uns riesig, dass ihr alle zugeschaltet habt. Und damit schon zu unseren Gästen. Die Entfremdung von der Natur ist eine Entfremdung von uns selbst. In der Natur fühlen wir uns aufgehoben und als Teil des Ganzen, sagt er. Ja, seine Liebe gilt dem wilden Kraut und der ursprünglichen Natur. Er lebt hier im Allgäu auf einem Hof und widmet sich dort ganz dieser Natur. Heute nimmt er uns mit auf einen Waldspaziergang, denn heute geht es um die Geheimnisse der Waldkräuter. Herzlich willkommen, Dr. Wolf-Dieter Stohl. Danke. Hallo. An seiner Seite: Bücher sind Ihre Berufung. Nicht nur Lesen zählt zu Ihren Leidenschaften, sondern auch in der Natur ist sie zu Hause. Mit ihr schauen wir heute gemeinsam hinter die Kulissen des GU-Verlages. Naja, und wie das geht, von der Idee bis zum fertigen Buch, das verrät sie uns heute in der Sendung. Ganz herzlich willkommen, Nadja Harsdorf von Wickerin. Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Verlagsleiterin GU Heimtier Haus und Garten und der Marke BLV, das soll nicht fehlen. Ja, mein Name ist Peggy Fichtner, ich führe euch heute durch den Abend und der soll spannend werden. Heute, das haben wir gehört, stehen mal nicht die Kräuter auf dem Programm, die wir, viele von uns vielleicht schon aus dem Garten oder vom Feldrand kennen. Heute gehen wir in den Wald. Heute geht es um die Waldkräuter. Ja, die stehen auf dem Programm und ihr habt dieses Programm maßgeblich mitgestaltet. Denn schon im Vorfeld haben wir euch gefragt, was interessiert euch zum Thema? Was würdet ihr Wolf-Dieter gar auf einem Waldspaziergang fragen? Ja, und viele hunderte von Kommentaren und Fragen haben uns erreicht an dieser Stelle. Ein großes Dankeschön an euch für eure große Neugier. Ich sehe schon, wir sitzen mit der richtigen Spannung heute Abend hier. Ja, und auch heute Abend habt ihr noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzt dafür gern die Chats bei YouTube, Facebook Live und Instagram. Evelyn und Lisa sitzen hinten für euch in der Regie und werden sicher die eine oder andere Frage mit reinnehmen. Dazu aber noch ein kleiner Hinweis. Ihr seid richtig viele heute. Das freut uns wahnsinnig, heißt aber auch, dass wir nicht jede Frage beantworten können. Bitte seht's uns nach. Ja, und dass wir keine Zeit verlieren, fangen wir direkt an. Lieber Wolf-Dieter, der Wald ist ja nicht erst seit Shinrin-Yoku und seit der aktuellen Lage ein großes Trendthema. Viele Dichter, Komponisten, Philosophen haben sich des Themas angenommen. Was ist das mit uns und dem Wald? Woher kommt die große Liebe? Also im Grunde genommen gehören wir ja zu dem Wald. Wir haben uns als biologische Organismen und geistig-seelisch im Wald entwickelt. Und das fing an vor 65 Millionen Jahren. Da gab es einen Meteoreinschlag. Das sind die großen Dinosaurier. Die sind dann verschwunden. Und die Säugetiere, es wurde dann das Zeitalter der Säugetiere. Und unsere Vorfahren, die lebten oben in den oberen Ästen dieser Riesenwälder, die es damals gab. Und deswegen haben wir greifende Hände und können das Sehen mit dem Greifen koordinieren. Mhm. Deswegen können wir Farben sehen, was viele Tiere nicht können. Man glaubt zum Beispiel, der Stier kann rot sehen. Nee, der kann kein Rot sehen. Das ist nur für uns. Das zeigt ja, Aufregung, Blut und so weiter. Aber wir können Farben sehen und Grün ist für uns Heimat, wunderbar, alles fließt. Gelb, da diese Urprimaten, die guckten dann, gelb, könnte ein Obst sein. Und rot, das ist sicher lecker. Und dann hin, gell. Und so haben wir auch, seelisch, das haben wir immer noch bis zum heutigen Tag, wenn man Auto fährt, ist grün und dann gelb. Und einige Wilde, die geben dann extra Gas und andere, die halten dann schon an. Und rot ist absolut Stopp. Und das sind nicht die einzigen Verhaltensweisen, die uns der Wald beigebracht hat. Auch, dass wir so kletterten, war eine Vorbedingung für das aufrechte Gehen. Und als der Wald dann im Miozän, das war vor 20 Millionen Jahren, als der Wald schrumpfte, war eine Zeit der Abkühlung. Und da gab es weniger Regen und die Urwälder schrumpften.
Das sind unsere menschlichen Vorfahren, also das war Australopithecus und so weiter. Die wurden dann von den großen, den Vorfahren der Gorillas und Schimpansen aus dem Wald vertrieben. Und dann half es uns, dass wir so schon voradoptiert waren zum aufrechten Gang. Und wir wurden dann eben, liefen dann auf beiden Füßen. Aber das ist alles Wald. Und unsere unmittelbaren Vorfahren, sagen wir vor in der Bronzezeit und in der jüngeren Steinzeit, das waren Waldkulturen, genauso wie die in Nordamerika oder in Papua-Neuguinea oder im Kongo. Die Menschen fühlten sich zu Hause in den Wäldern und die Bilder, die die Wälder geben, der Baum, der Lebensbaum, der das Universum trägt und die und die Tiere, bei uns der Bär, richtiges Waldtier und der Dachs und so weiter, sind alles Waldtiere und die bevölkern unsere Imagination, unsere Vorstellungen. In Südamerika wäre es der Jaguar und Armadillo und Anaconda und so. Die sind für uns interessant, aber richtig tief berührt an den Märchen. Da erscheint bei uns der Bär und der Wolf und der Fuchs und so weiter. Also wir sind vollkommen vom Wald geprägt und es tut uns gut. Das sind ja Millionen von Jahren. Es tut uns gut, in den Wald zu gehen, unterbewusst. Es ist ein Labsal für die Seele. Und das ist, was der Wald so andeutungsweise für uns bedeutet. Danke dir. Ja, Nadja, als Verlagsleiterin stelle ich mir vor, da kommt man nicht jeden Tag zum großen Waldspaziergang, aber du bist schon jemand, der sich auch wirklich in der Natur sehr wohl fühlt, ne? Ja, absolut. Also ich meine, du hast es einerseits gesagt, natürlich jeden Tag ist nicht drin, aber ich sehe das genauso, wie Wolf-Dieter gesagt hat. Ich glaube, wir brauchen die Natur und wir brauchen den Wald, ja, um auch so einen Ausgleich zu finden, weil unsere Tage sind ja auch so fremdbestimmt und wir sind so durchgetaktet. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, wenn ich eben in die Natur gehe, ja, da kann ich das einfach auch alles mal sein lassen und ich kann das so auf mich wirken lassen und irgendwie wieder geerdet werden, ne? Und deswegen, ja, wenn du mich fragst, also ich brauche die Natur. Wir gehen am Wochenende immer spazieren, also ganz klar. Jetzt nicht riesige Wandertouren oder so, aber ich glaube, das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Genau, und vielleicht kommst du ja demnächst am ersten Waldbewohner, den wir uns anschauen wollen, neben dir, Wolf. Jetzt haben wir gesagt, es geht heute nicht um die, die alle so gut direkt gleich kennen aus dem Garten und vom Feldrand, aber hier haben wir den wohl bekanntesten Waldvertreter. Vielleicht magst du ihn auch mal vorbringen, genau, dass unsere Zuschauer den auch sehen. Oh, ja. Ja, er riecht ein bisschen her, riecht er. Er riecht. Klar, das ist der Bärlauch. Bärlauch, genau. Genau. Warum heißt er Bärlauch? Weil bei unseren Vorfahren so vor 2000 Jahren, bei den Kelten, Germanen, Slawen und so weiter, da war der Bär, der mächtige Bär, war meistens mit dem Donnergott verwandt. Und die Pflanzen, die mit dem Bär zu tun haben, sind die starken Pflanzen, die gesundheitsfördernden Pflanzen, die also die Lebensfreude fördern und fruchtbar machen und dergleichen. Und da gehört eben der Bärlauch dazu. Der Wiesenbärenklau ist das größte größte wachsende Wiesen oder ja Wiesenkraut und Bärentrauben und die Klette, die auf Lateinisch Arcticum heißt. Und Arc ist der Bär. Ist auch eine Bärenpflanze. Also alle imposanten und zum Teil ja kräftigen Heilpflanzen, das sind Bärenpflanzen. Und das ist eine der ersten Bärenpflanzen, die jetzt im Frühling aus der Erde den Frost noch trotzend hervorsprießen. Und die Alten, noch in heidnischen Zeiten, aber ins Mittelalter hinein, da hat man den Lauch richtig verehrt. Es war dann ein Geschenk der Frühlingsgöttin, ein Geschenk der Freier. Und da haben die Frauen haben dann
eine Art Kultspeise gemacht, entweder Suppe oder auch Salate. Und das hat die Menschen von der Winterkrankheit, vom vorskorbutischen Zuständen befreit und hat die Menschen wieder mit dem Geist des Lebens verbunden. Mhm. Und das wurde als eher eine spirituelle Sache gesehen. Und das war eben eine ganz besondere Kultspeise. Mhm. Ja, hier haben wir auch, da möchte man gleich einbacken. Kommt er bei dir auf den Tisch, Nadja? Ist das so ein Frühlingskraut, was du mit auf den Tisch hast, als Suppe, Pesto oder wie auch immer? Unbedingt. Also tatsächlich hat es ja den Vorteil, dass man danach nicht so riecht wie mit dem Knoblauch. Ne? Aber man hat das gleiche Aroma, ja. Doch schon. Ein bisschen schon. Aber ich wohne ja so in der Isar-Nähe letztendlich. Mhm. Und da ist es jetzt in ein paar Monaten dann so, wenn man da läuft, da riecht man von Weitem schon den Bärlauch. Und dann sind auch ganz fleißige Leute dort unterwegs, ne, die auch dementsprechend dann pflücken. Und ja, doch, ich mag den Bärlauch auch sehr gern. Ja, das ist heutzutage, eine lange Zeit hatte man ja seit der Barock- und Rokoko-Zeit, wollte man nichts zu tun haben. Es ist der Geruch und es war praktisch vergessen, dass er wirklich gut und vitaminreich ist und gegen Frühjahrsmüdigkeit wirkt, und es war vergessen. Und da gab es ja den bekannten Kräuterpfarrer Johann Künzle in der Schweiz. Und er erzählt die Geschichte, wo er Bärlauch pflückt, Remscheler hat das genannt. Remscheler ist auch ein altes Wort, Ramser ist ein ganz altes Wort. Im Englischen Ram, the Ransom. Und fast in allen indoeuropäischen Sprachen ist das Rams, Bärlauch ist ein späterer Name. Er hat die gepflückt und einige gegessen, und da kamen dann die Leute in dem Dorf und sagten, was machen Sie da? Das ist ja hochgiftig, also schwer giftig. Sie werden sterben, hat er einfach weitergegessen. Und am nächsten Tag haben sie geguckt, er lebte noch. Und dann sagten sie, ja, wenn es dem Pfarrer gut tut, dann wird es auch uns gut tun. Und dann haben sie angefangen, den Bärlauch wieder zu nehmen. Mhm. Und eine Sache war ja auch, dass Leute, die nicht mehr mit der Natur verbunden waren, die dann den Bärlauch gesammelt haben, die haben dann andere Pflanzen, die fast ähnlich aussahen, gepflückt wie die Blätter der Herbstzeitlose. Mhm. Und das ist hochgiftig. Mhm. Das ist ein Mitosegift. Mhm. Und überhaupt, da stirbt man davon. Und oder auch von Maiglöckchen, ehe sie blühen. Die Blätter sehen auch ähnlich aus. Und der Pfarrer Künzle, der wusste gar nicht, wie man das nicht unterscheiden kann. Der Lauchelet. Also der riecht ja, aber es gibt trotzdem welche. Und ich habe mal einen, es war ein ausgebrannter Bürgermeister von einer schwäbischen Stadt, seine Augen flitterten so herum, ich weiß nicht was, er war des Amtes enthoben worden, wahrscheinlich wegen. Ja. Und in einer Gruppe haben wir dann Bärlauch gesammelt, er kam an ganz stolz mit einer so einem großen Korb, und die Hälfte waren Herbstzeitlose. Das wäre gut für die Bildzeitung gewesen. Darauf kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen, zu den Pflanzen im Wald, die man vielleicht eher nicht anrührt oder die man besser kennen sollte. Auch dem wollen wir uns noch ein bisschen widmen. Bin sicher, auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nutzen den Bärlauch oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht habt ihr ja Lust, in den Kommentaren mal reinzuschreiben, ob ihr mit dem Bärlauch im Frühling in Verbindung seid oder auch nicht, und vielleicht auch, was ihr damit macht. Lisa und Evelyn können uns bestimmt ein paar eure Kommentare dann zuspielen. Ja, Thomas hatte noch in diesem Zusammenhang gefragt, Wolf, zum Bärlauch. Wie kann man den denn im Garten kultivieren? Ganz einfach. Man kann den Bärlauch im Garten kultivieren, und ich finde, das ist sogar eine sehr gute Sache. Mhm. Also nicht in dem normalen Gemüsebeet, weil das eine Dauerpflanze ist. Also nicht nur ein oder zwei Jahre ist. Die ist da. Und wenn Leute heutzutage in den Wald gehen und den Bärlauch sammeln, dann trampeln sie drauf oder sie nehmen zu viele Blätter. Und die brauchen die wenigen Blätter, um im Frühling, ehe das Laubdach da ist, um
die Kräfte zu sammeln und die werden dann in die Wurzeln, also in die Zwiebeln geleitet. Mhm. Also das, und man könnte auch die Zwiebeln nehmen, aber wenn man unvorsichtig sammelt, dann also kann man die eigentlich ausradieren, die ja, und das sollte man nicht machen. Im Garten, an einem schönen Platz, mit sollte eigentlich auch ein bisschen schattig sein. Mhm. Und guter Boden, feuchter Boden. Und wenn man da 1, 2, 3 Zwiebeln reinpflanzt, das verbreitet sich sehr schnell. Also ist sehr leicht, das im Garten anzubauen. Na, Thomas, du kannst uns ja berichten, ob du es angebaut hast und was daraus geworden ist. Ja, wir könnten wahrscheinlich jetzt sitzen und eine anderthalbe Stunde nur über den Bärlauch sprechen. Jetzt haben wir ja noch mehr Pflanzen für euch mitgebracht. Wer also Lust hat, sich näher mit dem Bärlauch oder auch mit anderen Waldkräutern zu beschäftigen, der greife doch gern zum neuen Buch von Wolf-Dieter Stoll, Meine Kräuter des Waldes. Im Februar ist es erschienen im GU-Verlag. Ja, und es ist eigentlich ein Waldspaziergang durch Frühling, Sommer und Herbst und den entsprechenden Waldkräutern. Ja, Nadja, jetzt halte ich das so ganz druckfrisch in den Händen. Ich kann mich erinnern, damals, als wir das erste Gespräch über deine Idee der Waldkräuter hatten, auch bei euch im Verlag. Wie geht denn das jetzt von dieser Idee, die Wolf hatte, bis dann zum fertigen Buch, was wir in der Hand halten? Also ich würde mal sagen, es ist so eine gemeinsame Reise, die man da jedes Mal macht. Ne? Also letztendlich beginnt es damit, Wolf-Dieter kommt zu uns in den Verlag und wir führen im Grunde genommen ähnliches Gespräch wie hier auch. Das heißt, Wolf-Dieter erzählt uns, was ihn umtreibt, was sind seine Themen, was möchte er machen. Wir sitzen immer total gespannt da, ja, und haben hinterher das Gefühl, eigentlich könnten wir 10 Bücher machen. Ja? Und dann müssen wir irgendwie gucken, so in gemeinsamen Gesprächen, wo geht die Reise hin? Und ich sage jetzt mal, derjenige, der uns vorgibt, wo die Reise hingeht, ist halt in erster Linie Wolf-Dieter. Und wir schauen sozusagen, wie können wir ihn halt auf dieser Reise bestmöglich unterstützen. Also Bücher ist ja immer, ich meine, es gibt den Autor, aber es gibt auch noch viele andere, die da so mitwirken. Mhm. Und letztendlich ist es dann halt immer ja, ein Zusammenkommen. Ja? Wolf-Dieter bringt seins ein und wir sind begeistert und überlegen dann halt, wie bekommen wir das so in das Buch, wie schaffen wir es, dass das halt auch den Leser interessiert. Aber, und ich meine, das weißt du, ne? Es ist eine Reise. Es ist eine Reise, ja. Und eine Reise für mich, wenn ich schreibe, ist das immer irgendwie ein Abenteuer, ein geistiges Abenteuer. Wenn es das nur so Routine wäre und oh, ich muss da weiterschreiben, nicht. Das ist so aufregend. Und ich glaube, das ist was, was vermittelt wird. Diese Entdeckungsfreude. Und da bin ich sehr froh, wie schön ihr die Bücher macht. Und die Bilder, die herrliche Fotos drin. Doch, da ist es gut. Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was Wolf-Dieter sagt. Und das, glaube ich, macht auch die Bücher von Wolf-Dieter aus. Ja? Das sind Wolf-Dieters Bücher. Und vielleicht dürfte ich das als Verlagsleiterin gar nicht sagen, aber ich bin ja immer total froh und dankbar, dass sich Wolf-Dieter da auch nicht verbiegen lässt. Ja? Dieses Buch ist von vorne bis hinten Wolf-Dieter. Da ist niemand, der ihm sagt, schreib das mal bitte so und hier passt's nicht oder so. Ja? Das würde man diesen Büchern einfach anmerken. Und ich glaube, das ist so das Besondere, dass es tatsächlich eben wirklich Wolf-Dieter spricht und er spricht so, wie er sprechen möchte. Und wir haben sozusagen die schöne Aufgabe als Verlag zu schauen, wie bekommen wir das illustriert, wie können wir das mit einem Layout verbinden, ja? Welche Fotoproduktion machen wir? Aber das ist, glaube ich, das Besondere. Das ist halt ein Dialog. Also das entsteht in einer Gemeinschaft letztendlich und nicht, dass der Verlag sagt, so und jetzt hier und ne? So ganz um. Ich weiß, das würdest du nicht mitmachen. Und das Schöne ist, dass wir darüber in unserer Sendung auch ganz ehrlich sprechen dürfen. Das ist doch auch mal was. Ja, mit ein bisschen Glück hinter dieses Buch heute auch noch gewinnen in unserer Verlosung. Das hatten wir euch ja angekündigt. Dafür musstet ihr euch im Vorfeld in unsere Mailingliste eintragen.
Die heißt gleichzeitig auch, dass ihr die Aufzeichnung nächste Woche von uns noch geschickt bekommt von dieser Sendung. Ja, am Ende der Sendung dann gern 2 Exemplare unter euch verlost. Ja, und für die von euch, die das Buch vielleicht noch nicht in der Hand haben, schauen wir doch einfach mal, um was es im Buch geht. Da haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Einige Kräuter, die ich ganz faszinierend fand, ist zum Beispiel der klebrige Salbei. Ganz tief im Wald, im Schatten, plötzlich ist da eine Pflanze so gelblich, ein bisschen schmutzig gelblich, wie mit einem aufgerissenen Rachen. Eine andere unter den vielen Pflanzen, die ich da beschreibe, ist das Kunigundenkraut. Das nennt man auch Wasserdost oder Wasserhanf. Und es sind diese Pflanzen, wie sie jedes Jahr von Neuem erscheinen. Und ich versuche auch, allumfassend darzustellen, wie auch in anderen Teilen Europas diese bei uns heimischen Pflanzen verwendet werden, wie sie heißen und welche Heilkräfte sie haben. Also ich wünsche euch gute Leseabenteuer und eine Anregung, selber in den Wald zu gehen und selber an den Heilkräften teilzuhaben. Ja, und da sind wir wieder. Ja, einige von euch haben auch fleißig geschrieben, was sie mit dem Bärlauch machen. Was haben wir da alles? Bärlauchschnaps, Bärlauchbutter, Bärlauchsalz, Bärlauchessig täglich frisch, bestimmt auch sehr zu empfehlen, ne? Einfach den Bärlauch frisch zu verzehren, ohne den zu verarbeiten, genau. Oder setze ihn mit Öl an. Ja, wunderbar, wir sehen, wir haben die richtigen Zuschauer mit im Programm. Ja, schauen wir, haben wir noch eine Pflanze da? Guck mal hier, Wolf. Hier haben wir doch noch so einen kleinen Waldbewohner, den Sauerklee vielleicht. Da haben wir zwei Waldbewohner hier. Zwei, genau. Aber der kleine Sauerklee, der schläft schon. Der hat seine Blätter zusammengefaltet. Man muss auch ehrlicherweise sagen, im Allgäu ist das alles noch nicht so weit. Bei euch blüht vielleicht schon ein bisschen mehr. Wir hatten ganz schön Mühe, ne? Diese ja, ersten Blühen. Also bei uns oben, da ist noch gar nichts. Ja. Da liegt zum Teil noch Schnee und das Scharbockskraut, das fettige Kraut, das den Skorbut, Scharbock vertreibt, das erste Grün eigentlich, ist noch nicht sichtbar. Und oben sind auch diese kleinen Sonnen, der Huflattich, auch noch nicht da. Das ist ja eins der allerersten. Und immer wenn ich ein Buch schreibe im Winter und dann gucke ich raus und, oh mein Gott, da sind die ja. Ich muss ja bald aufhören mit Schreiben. Also, aber das, ja, der Sauerklee, der ist nicht wirklich ein Klee. Das ist ein Sauerklee, Oxalidaceae, ein Sauerkleegewächs. Und schmeckt sehr lecker und Kinder mögen das. Das heißt auch hier zum Beispiel Kuckuckskraut, weil das fängt an zu blühen, wenn der Kuckuck ruft. Und es ist, dieser Sauerklee ist die heilige Pflanze in Irland, weil die kleinen Zwerge, die Leprechauns, die tragen das an ihrem Hut und das ist eigentlich die heilige Pflanze Irlands. Es ist der Shamrock. Und ja, der normale Klee, der gilt auch als Shamrock, aber der eigentliche ist dieser Sauerklee. Man soll aber nicht zu viel essen, obwohl er lecker ist, denn er enthält Oxalsäure. Und das geht auf die Nieren. Obwohl ich da jemand kenne, der macht sich da einen Riesensalat. Der hat immer noch eine Niere, aber aber ist einfach lecker. Und wenn es ausgeblüht ist, also das blüht eben auch wieder, ehe das Laubdach sich bildet. Und dann holt es seine Kraft. Und das macht dann kleine Kapseln. Und da im Wald wenig Wind ist, wie verbreiten sich die Samen? Ja, eine Art ist, dass in den Kapseln so viel Druck ist, ich glaube 17 Atü, was immer das bedeutet, also mehr als ein Autoreifen. Und dann explodiert das und die Samen werden geschleudert. Also Pflanzen sind zum Teil, ich staune, wie genial die sich angepasst haben, ja. Ja.
Hast du es schon probiert, Sauerklee? Nee, tatsächlich nicht. Machen wir nach der Sendung. Machen wir nach wir müssen der ja erstmal die Sendung noch durch. Aber ich habe, also ich das. Dir. Du gönnst es mir jetzt gleich. Okay. Aber das letzte Mal, als ich bei Wolf oben auf dem Hof war, da haben wir ja ganz viel gegessen. Wir sind ja eigentlich nur essend durch diesen Garten gegangen. Ja. Du hast recht, sauer? Mhm. Angenehm. Ja. Aber lecker. Lecker. Ist lecker. Ja. Schön frisch. Vielleicht können wir ihn noch mal ein bisschen in die Kamera ganz nah halten, dass ihr dann aber auch wie noch gesagt, mal die Blätter seht, sind zusammengefaltet, weil er schläft. Mhm. Siehst du, so auch eine schöne Vorstellung. Tag-Nacht-Rhythmen, ja. Die Pflanzen sind ja mit dem Kosmos verbunden, mit den kosmischen Rhythmen. Und jede Pflanzenart auf eine andere Art und Weise, sodass Carl von Linné, der große Botaniker, der uns die lateinischen Pflanzennamen geschenkt hat, der hatte eine Blumenuhr. Und da konnte er ja, bis auf eine Viertelstunde, 10 Minuten genau sehen, anhand welche Blüten sich öffnen und welche schließen, wie viel Uhr es ist. Und das war zur Zeit der Aufklärung, wo Uhren ganz wichtig war und jeder trug dann so, ja, die Reichen, eine kleine so Taschenuhr, aber er hatte seine Blumenuhr. Bernd hatte zum Beispiel im Vorfeld gefragt, und nicht nur er, auch noch andere, er würde dich einfach auf dem Waldspaziergang fragen, wie die Pflanzen alle heißen, an denen ihr vorbeikommt. Dem Thema hast du ja ein eigenes Kapitel gewidmet im Buch Nomen est Omen, der Name ist Programm. Warum ist das so wichtig für uns, dass wir den Namen von etwas kennen? Ja, es ist für Menschen wichtig, dass der Name gibt uns eine Handhabe. Deswegen habe ich überhaupt Botanik studieren wollen, weil in Nordamerika, ich bin immer in die Wälder gegangen, die haben gedacht, da stimmt was bei mir nicht. Aber immer in den Wäldern und da waren die wunderschönsten Pflanzen und eine Vielfalt. Denn in Nordamerika gibt es 3-mal so viel Pflanzen als bei uns. Bei uns hat die Eiszeit die Pflanzen gegen die Alpen gedrängt und gegen das Mittelmeer. Und viele Arten, über 100 Gattungen und tausende Arten, sind verschwunden. Deswegen haben wir in Europa relativ wenig Wildpflanzen. Nordamerika, die konnten ausweichen bis nach Südamerika, also bis nach Mexiko hin. Ja. Och, das waren so wunderbare Pflanzen, einige mit herrlichen Blüten. Dann ging ich zu den Lehrern, Biologielehrern, und sagte, was ist das? Well, it's some kind of weed or it's a scrub. Also es ist nur ein Unkraut. Und dann wollte ich deswegen Botanik studieren. Das war die einzige Motivation. Das war nicht, dass hier meine Eltern sagen, ich musste sogar mein eigenes Geld verdienen, um zu studieren. Komme ich hin und sehe, alles Labor, Reagenzgläser. Das Phänomen, die Pflanze selber, interessierte niemanden. Und dann sah ich in den Versuchsfeldern unglückliche kleine Pflänzchen. Die haben mir richtig leid getan. Ich konnte da nicht überleben. Und deswegen habe ich einen Bezug zu den Pflanzen behalten, weil ich da ausgestiegen bin aus dieser materialistischen, mechanistischen Sichtweise, ja. Und zu den Pflanzennamen haben wir vielleicht auch noch einen guten Tipp. Also wir haben noch einen guten Tipp für euch, der Heinrich Marzell, ne? Oh, wunderbar. Also es ist ganz wichtig, dass man die Namen kennt von den Pflanzen und in den Dialekten, in den Mundarten, jeder hat einen anderen Namen. Bei dem Löwenzahn gibt es fast 500 Namen im deutschen Sprachraum. Also das ist die Perdeblume im Norden zum Teil, das ist die Säuliblume, Butterblume und fast 500 andere. Mhm. Löwenzahn ist so das Schriftdeutsche, das Offizielle, weil das sieht aus, die Blätter wie Löwen. Nun, woher weiß ich, dass da fast 500 sind? Das ist von Heinrich Marzell. Und er hat ein wunderbares Buch geschrieben, nicht ein Buch, er hat sein Leben daran. Das sind 5 dicke Bände und da ist ein Bild von ihm, wo er anfing, so ein dunkelhaarig, junger Studiosus, aus Franken kommt er. Und dann, als er mit dem Buch fertig war oder diesen Bändern, grauhaarig, ein Professor Emeritus. Also,
Sein Lebenswerk. Sein Leben. Mhm. Und wunderbar, ein Geschenk für uns. Und ich finde da sogar für den stumpfblättrigen Ampfer auch über 100 Namen. Von meiner Heimatstadt in Crimmitschau, Sachsen. Da heißt es Hunger. Weil wo das wächst, da wächst nichts anderes, da ist eben Hunger. Ja, also für alle, die Lust haben, sich näher damit zu beschäftigen, Heinrich Marzell, das Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen so ist das, ne? Ganz genau. Ja, was auch viel gefragt wurde, zum Beispiel von Carolina und Eileen, essbare Waldpflanzen. Welche Pflanzen im Wald können wir denn essen? Ja, da gibt es schon... Einen hat man ja schon, ne? Den Bärlauch. Einen hat man schon... ja, da gibt es ja verschiedene Kresseln und so. Also ich habe das nicht so. Es gibt natürlich nicht so viel wie auf Wiesen oder an Waldrändern. Mhm. Das sind andere Pflanzen. Aber es gibt genügend und man muss sie aber gut kennen. Ja. Überhaupt muss man die Pflanzen wirklich gut bestimmen können und kennen. Genau. Also was kann man im Wald noch essen? Jetzt fällt mir gerade ein, Waldengelwurz, die jungen Triebe. Mhm. Das ist ein Schirmblütler, aber man muss es genau kennen, dass man nicht einen giftigen Schirmblütler kriegt. Genau. Es gibt nicht viele giftige Pflanzen bei uns, auch nicht im Wald. Das ist immer nur so höchstens 10, das ist eine Handvoll. Mhm. Und darunter eben die Tollkirsche. Mhm. Die ist heimtückisch. Mhm. Denn wenn man die kostet, die schmeckt süß und lecker. Okay. Aber ein normaler Mensch ist nach 10 Tollkirschen tot. Oder groß und stark ist, dann flattert die Seele ab in die niedere Astralwelt. Und die Menschen, der kenne ich einen, der wohnte da, wo wir sind, der hat großen Hühner aus der Stadt. Und er sagt, ja, ich glaube ja nicht alles, was man liest. Und die schmecken gut. Der hat 15 Stück gegessen. Der lag dann volle 2 Tage, also 48 Stunden plus, lag er im Wald und musste um Atmung und Herzschlag kämpfen. Und ich sagte jetzt, ja, bist du da geflogen oder so? Wie immer, ja, nö, nicht, dass ich es weiß. Ja, er hat dann seine Tochter gesehen, irgendwo in der Großstadt, und die schien sehr besorgt, also er war schon geflogen. Ja. Mhm. Und er hat dann ein halbes Jahr nicht gesprochen. Ich sage, konntest du nicht mehr sprechen? Er sagte, na, was gibt's denn zu sagen? Ist ja alles so, wie es ist. Also, ja, aber er hatte Glück gehabt. Man muss aufpassen mit dem Pflanzen. Man muss die kennen, und das ist nicht schwer. Das sind nur ein paar. Das sind 1% vielleicht der Pflanzen. Dann der Rest, 80% oder 90%, die sind nicht giftig oder nicht, oder die sind vielleicht unbekömmlich, oder man hat vielleicht Bauchschmerzen oder gar nichts, und die schmecken einfach nicht gut, oder sie sind zäh. Und dann gibt es echt diejenigen, wie eben hier die Bärlauch und so, die echt gut zu essen sind. Die Giftpflanzen, kann man denn die irgendwie erkennen? Haben die bestimmte Signaturen, wo man sagt? Also wenn sie irgendwie starr sind oder bizarr oder ungewöhnlich, wie zum Beispiel die Einbeere. Also die ist so bizarr, die ist so wie erstarrt, die hat 4 Blätter und dann 4 Kelchblätter und dann eine ganz merkwürdige Blüte und eine blaue Beere. Und da sagt man, wenn es so aussieht, dann ist es bestimmt nicht gut. Und dann schaut man nach, ob das gut ist. Aber es ist nicht schwer zu lernen. Das muss man als allererstes lernen. Wahrscheinlich wichtiger als die Essbaren, ne, zuerst. Wichtiger als die Essbaren. Denn sonst sagen die Pflanzen uns, ich schmecke nicht gut. Oder dann einige eben ganz lecker dann. Bist du jemand, der so im Wald so hier mal links und da mal irgendwas probiert, oder?
Also tatsächlich, ich jetzt persönlich traue mich manchmal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber früher, wenn ich so mit meiner Oma durch den Wald bin, da war das so. Ne? Also da hat man dann immer, also jemand, guck mal hier und schau mal da und das kannst du essen und probier mal. Und das ist toll. Also ich fand das immer toll. Aber tatsächlich momentan, muss ich leider sagen, bin ich da wahrscheinlich doch ein bisschen weiter weg von. Und das ist vernünftig. Du meinst, ne? Das ist vernünftig. Ja, ich glaube auch an der Stelle, bevor ich da irgendwie solche Erfahrungen habe und durch die Gegend fliege, also halte ich mich da zurück. Das hattest du ja im Vorgespräch auch gesagt, ne, dass deine Oma eigene Kräuter gesammelt hat für den Tee und dein Opa hat das erste Naturkostgeschäft. Mein Urgroßvater. Dein Urgroßvater war das, das erste Naturkostgeschäft bei euch am Ort ins Leben gerufen. Hat das schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass du auch gern draußen bist, oder? Also ich glaube halt immer, je nachdem, wie du aufwächst, ne, das prägt dich ja letztendlich. Und eben mein Urgroßvater, das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, Wolf, der hatte ja wirklich so das erste Reformhaus, hieß es tatsächlich so, gegründet in der Gegend und war auch, wie heißt das, Pilzsachverständiger. Oh ja, genau. Also da kamen dann die Leute mit ihren gesammelten Pilzen und toll. Er hat, also finde ich total beeindruckend, ja, auch diese Verantwortung, die man ja in dem Moment übernimmt, wenn man den Leuten sagt, hier bitte. Bitte, die Pilzpfanne, die wird was und andere lasst ihr besser. Aber ja, so war das tatsächlich. Und dann jetzt von meiner mütterlichen Seite, da ist so, da sind die, ist die Familie Gärtner und dementsprechend haben wir halt da immer irgendwie Sachen gemacht in der Natur oder im Garten geholfen und solche Sachen. Dann ist es kein Wunder, dass auch dieser Bereich dein Bereich geworden ist im Verlag. Ne? Das interessanterweise. So ne? Also ich meine, manchmal weiß man nicht, wo die Wege hingehen, aber in dem Fall schon. Und ich hatte eine Zeit lang auch einen großen Garten und ich kann nur sagen, auch ich bin von diesem Familienfieber irgendwie ergriffen und habe dann halt tatsächlich meine ganze Zeit irgendwie auch wahnsinnig gern in diesem Garten verbracht und immer wieder geguckt, was kann ich da machen und jetzt habe ich einen Balkon, ist auch okay, aber ja, doch, Natur war schon immer ein großer Bestandteil, würde ich sagen. Und jetzt wird uns auch gerade noch eingespielt. Die Tine zum Beispiel zum Sauerklee hatte sie noch eine Frage. Kann man die Wurzeln auch essen? Oh, da bin ich überfragt. Das sind wir überfragt, Tine. Das müssen wir probieren oder nochmal nachlesen irgendwo vielleicht. Ne? Wenn wir über den Wald sprechen, geht es ja auch oft so ein bisschen um, wir sagen ein bisschen mystisch, aber auch ein bisschen Angst. Manchmal hier und da ein Tier, Fuchsbandwurm, eine Zecke. Da fragt Nina, was sagst du zum Fuchsbandwurm? Ist ja immer wieder mal ein Thema. Ne? Also das ist vor allem, und ich zitiere dann, ich habe den Namen des Professors in Würzburg, der sich damit beschäftigt hat, es ist so vor allem eine Theorie und es sind sehr wenige, also ich habe da mit Andrew Weil, das ist der bekannteste Arzt in Nordamerika, den kenne ich persönlich und ich habe ihn gefragt wegen Fuchsbandwurm und er sagt, kannst du vergessen, da kannst du, und Leute, die da Angst haben vor dem, ja, da hast du eben viel mehr Bären und so, die du sammeln kannst. Ich habe gefragt, weil wir eben selber Kinder haben und die kommen und eine Frau kam mit ihrem kleinen Mädchen und da waren wild wachsende Walderdbeeren und das Mädchen hin, oh, Erdbeere, und die Mutter schrie, und ja, so zerstört man den Zug oder die zur Natur. Und das ist unnötig. Diejenigen, die Fuchsbandwurm kriegen, sind wenig. Aber das sind meistens Jäger, die dann Füchse auseinandernehmen, also so taxidermisch machen. Und da ist es dann auch belegt. Wenn Fuchsbandwurm so ein Problem wäre, dann würde es schwierig geben mit Hunden, denn die sind ja ganz nah verwandt mit den Füchsen. Das sind Caniden, ist dieselbe Gattung. Und die Hunde, die schnuppern ja nicht nur, die lecken auch manchmal so einen fremden Kot, den sie da in der Natur finden, um das zu analysieren, was frisst der und wie geht's dem. Und so, da wäre das ein Riesenproblem, aber es ist nicht. Es ist übertrieben und es ist diese Angstmacherei vor der Natur,
Und die Leute, die gehen dann durch den Wald voller Angst und Hantavirus zum Beispiel, ausgetrockneten Haselmäusekot, der vielleicht da weht. Ja, gut, da gibt's in Eurasien vielleicht 10 oder 20 Fälle, aber das ist es. Es ist so wie, als ob es da Interessen gibt, den Menschen abzuspalten von seinen Wurzeln und von der Natur. Und das ist nicht gut für die menschliche Seele. Also ich gehe in den Wald und habe Vertrauen und Freude da. Ja. Viele hatten tatsächlich auch im Vorfeld geschrieben, sie würden mit dir auf einem Waldspaziergang gar nicht unbedingt was fragen, sondern einfach auch in Stille und lauschend sein. Ist der Wald für uns so ein Ort, wo wir vielleicht leichter hinter die Dinge blicken können? Ja, absolut. Wir, im Wald, der Wald ist ja 3-4-dimensional. Anders als der Bildschirm. Da kann man riechen. Oder wie ich das bei den Indianern kennengelernt habe, bei den Cheyennen. Wenn die da laufen, nehmen sie mal das, kosten das und schnuppern an diesem und so weiter. Aber das sind alle Sinne, werden da angeregt. Und dann, wenn man auch mal still im Wald ist, es ist der Klang vom Wind oder die Insekten oder die Vögel. Da sagte Richard Wagner einmal, weil die Leute nicht mehr die Natur hören können, muss ich mich abmühen und diese Symphonien schreiben. Es hat tatsächlich auch jemand gefragt, nämlich Katalins kleiner Sohn, 4 Jahre alt. Kannst du Zwerge sehen? Jetzt wollen wir es wissen, Wolf. Also Zwerge kann jeder sehen, aber die Zwerge wollen eigentlich nicht gesehen werden. Deswegen haben sie Tarnkappen. Und da gibt es ja die Geschichte von den Heinzelmännchen von Köln, wo eine, die Schneiderfrau, ganz neugierig war. Und am Abend helfen die Zwerge, dass alles Handwerk, besonders Handwerk, gut geht. Und sie wollte unbedingt sehen. Da hat sie Erbsen genommen, auf die Stiege geworfen. Erbsen übrigens ein uraltes, eines der ersten Gemüse, die wir haben und immer ein Bezug zu Zwergen. Und die rutschten aus und polterten und sie kam mit ihrer Laterne. Nun, eine Schneiderfrau, was es bedeutet, das Märchen geht zurück auf das Anfang der analytischen Zeit. Analyt, zerschneiden, in Teile zerschneiden, um zu studieren. Zwerge mögen es nicht, wenn man sie sieht, aber in ganz bestimmten Momenten, zum Beispiel zwischen dem, wenn man gerade einschläft und dann in die andere Welt geht, in diesen Zwischenzeiten, da kann es vorkommen, dass Zwerge erscheinen. Mir sind sie erschienen manchmal als Gärtner, wo man den ganzen Tag gärtnert hat und dann setzt man sich auf die Gartenbank und überschaut, was man gemacht hat und nicht besoffen oder bekifft, aber ich gucke, da ist ein Zwerg, sieht genauso aus wie die Zwerge, rote Zipfelmütze und so weiter. Kommt den Weg entlang auf mich zu und ich gucke, der Zwerg ist ja so groß wie ich. Und dann merke ich, der Weg ist nur ein schmaler zwischen den Karottenreihen, so schmal. Und ich merke, dass ich da hineingegangen bin in dieses Zwischenreich. Und man geht nicht als Mensch. Hier bin ich als Mensch, da bist du kleiner Zwerg. Ich werde dich mal analysieren. Ist nicht so. Man wird selber zu dem Zwerg in der Zeit. Alles das haben wir in unserer Seele drin. Wir sind alles. Wir haben Engel und wir haben auch in uns. Wer das leugnet, ist kein Realist. Und es ist ganz normal, dass wir die Zwerge nicht überall herumhupfen sehen. Aber wir könnten ja gar nicht funktionieren in der Welt. Wir könnten unsere Aufgabe, unser Dharma sozusagen gar nicht tun. Wenn wir ständig, es gibt welche, aber die sind dann im Irrenhaus und wissen nicht zurück. Und es gibt welche, die sehen viel eher die Zwerge, das sind so Schamanen und Schamaninnen, aber die wissen, wie man zurückkommt in das Bewusstsein und die sind klarköpfig. Ja.
Ja, du bist ja zum Glück auch zurückgekommen zwischen deinen Möhren, ne? Nadja, du hast vielleicht keine Zwerge gesehen, aber du hattest eine bärige Begegnung im Wald als Kind, wie du mir erzählt hast. Dein Vater war ja lange Zeit in Kanada und auch ihr wart dann da. Ja, was ist da passiert? Wir waren tatsächlich, wir haben Besuch gemacht in Kanada. Also, du hast es gesagt, mein Vater hat lange in Kanada gewohnt und wir haben so eine 8-wöchige Tour durch Kanada gemacht. Meine Schwester damals, meine jüngere Schwester, meine Mutter, mein Vater und ich und noch befreundetes Pärchen. Und wir Kinder haben an so einem Fluss letztendlich gespielt und fanden es ganz toll und haben da halt so einen Bau gemacht und alles. Und auf einmal ist meine Mutter ganz aufgeregt, ja, und schreit, ein Bär. Und dann war tatsächlich, also ein bisschen in weiterem Abstand, war eben eine Bärenmutter mit ihrem Jungen zu der Zeit. Und ich glaube aber, wir haben die einfach so irritiert, weil wir standen alle so letztendlich verstreut. Ja. Sie hat einmal in unsere Richtung geguckt und ist dann von dannen gezogen. Und da muss man halt tatsächlich sagen, dadurch, dass mein Vater natürlich da auch so lange gelebt hat, konnte er die Situation einschätzen und hat uns auch alle beruhigt, sagen wir es mal so. Mhm. Aber es war trotzdem, es war ein toller Moment. Das ist und wunderbar. Unglaublich. Also sowas bleibt einem auch wirklich in Erinnerung. Mhm. Ich war da ja doch noch ziemlich klein. Mhm. Aber ich finde, das Besondere dabei war, dass man halt, dass es einem eigentlich sehr positiv in Erinnerung bleibt und dass man nicht sozusagen jetzt irgendwie, oh, der böse Bär und was passiert da alles, sondern dass es so eine ganz enge Begegnung mit der Natur irgendwo war und dass sie einem dieses wahnsinnig kraftvolle Tier, ja, was ja aber in dem Moment auch eigentlich nur sein Kleines ja beschützen wollte. Mhm. Und das finde ich das Schöne daran, dass es so ein positiv besetzter Moment eigentlich ist in der Erinnerung. Bären sind nicht aggressiv. Also ich habe ja in den Rocky Mountains gelebt und jeden Morgen guckte ich raus, Bärenmutter mit ihren Kleinen und man lässt den in den Vortritt. Und die Indianer erzählten mir, die Mütter, alte Omas, schwangere Frauen, kleine Kinder, die gehen im Herbst Wildobstbären sammeln. Und oft am selben Busch waren die Bären, also das waren entweder Grizzlies oder Schwarzbären. Und er sagt, die waren so nah, man konnte sie riechen. Er sagt, gut haben sie nicht gerochen. Und man hörte sie schmatzen. Und da war niemand da mit einem Gewehr oder einem Betäubungsgewehr. Man wusste, wie man mit den Bären umgeht. Und die sind nicht feindlich. Wenn Menschen Angst haben, die haben so feine Nasen, also besser noch als Hunde, und sie riechen den Angstschweiß, dann werden sie nervös. Und, also wenn man Bärenbegegnungen hat, das habt ihr richtig gemacht, einfach entspannt. Mhm. Und es ist immer wunderbar. Es ist wie der Geist des Waldes, der in der Form des Bären einem erscheint. Der Leon fragt noch, gehört der Waldziest mit zu den essbaren Pflanzen? Den besprichst du ja auch im Buch. Ne? Der Waldziest, der hat ja so einen starken Duft. Mhm. Seine Verwandtin, der japanische Knollenziest, ist ein Edelgemüse. Sieht aus wie kleine Michelin-Männchen. Und dann der Sumpfziest, der Stachys palustris, da kann man auch die Wurzeln essen. Und den Waldziest, der macht keine so Knollen, aber die Russen graben den aus und kochen das als so eine Art Gemüse oder mit dem Gemüse. Also er ist nicht giftig, er ist essbar. Da haben wir ja noch Beeren hier vorne, kann man sie vielleicht sehen. Hier auf dem Tisch liegen sie auch. Das ist ja auch ein Waldkraut, was uns so vom Winter in den Frühling begleitet mit den roten Beeren. Ne? Hier ist auch. Genau, da haben wir auch noch welche. Was haben Soll wir ich dir da das geben? Noch? Ja, gib mir mal ein paar davon. Ich gebe dir einfach das Ganze, dann darfst du frei wählen. Oh gut, wunderbar, ja. Genau, weil wir gerade bei den in Russland und bei den slawischen Völkern, ne, spielt der Schneeball eine große Rolle. Der hieß früher Schmell. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Schneeball heißt der erst so seit 17., 18. Jahrhundert. Und er heißt Schneeball, weil die holländischen und belgischen, also die Niederländer, haben den gezüchtet
so dass er wie ein Schneeball aussieht. Deswegen heißt die er Blüte, so. Ne? Ja, ja. Schwelke ist der altdeutsche Name, Schwelke. Und vorher, der wild wachsende, da sehen die Blüten aus wie so Spitzendecke. Wunderschön, wunderschön, Spitzendecke. Und ja, und der wurde dann zum Schneeball. Und hier im Westen, da meint man, der ist giftig. Also gleich giftig, giftig. Mhm. Umso weiter man nach Osten kommt, umso weniger giftig wird er. Und in Russland und der Ukraine, da ist es Kalina, das verkleinert Kalinka. Kalinka, 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 Maja. Ja, Ivan Rebkov oder wie er heißt. Und dann Kosakenchor und Karel Gott hat das sogar auf Deutsch gesungen. Es ist eine der heiligsten Pflanzen bei den östlichen Slawenvölkern. Ja. In deinem Buch konnten wir lesen, ist auch die Nationalpflanze der Ukraine. Ne? Ist die Nationalpflanze der Ukraine. Mhm. Und da wird Saft und da wird so eine Art Marmelade gemacht. Mhm. Und jemand hat mir so ein kleines Gläschen geschenkt. Und oh, ein Feinschmeckergeschmack. Also da muss man schon so ein bisschen Gourmet sein und dann nicht zu dick auftragen auf das Butterbrot. Oh, ist das herrlich. Und ich gehe jetzt immer, also das ist natürlich nicht mehr so frisch, aber wenn die frisch sind, dann esse ich gerne immer ein paar. Mm. Mm. Schön sauer. Und was man hat, ist eine Beere und die ist herzförmig. Die ist nicht ganz so herzförmig, doch, die ist herzförmig, siehst du? Ja. Und deswegen heißt sie in Tirol Herzbeere und wird auch für Liebeskummer und so weiter. Mhm. Aber ja, es ist eine heilige Pflanze für die Russen und die Ukrainer, symbolisiert sie. Denn im Winter ist oft Schnee drauf und ist rot und weiß. Mhm. Und das symbolisiert dann Feuer und Eis. Also die universalen Gegensätze, die Urelemente oder Mann und Frau. Also und aus der Spannung zwischen Mann und Frau entsteht dann das neue Leben. Und die Kalinka, die symbolisiert auch die Liebe zur Heimat, die Liebe einer jungen Frau. Also eine super heilige Pflanze für die Östler und für die Westler. Ja, giftig. Aber sie ist sehr schön. Ne? Sie bringt noch so viel Farbe im Winter mit. Ne? Mm-hmm. Aber ihr könnt mal kosten, wenn ihr wollt. Eine Beere. Eine Beere? Ja, kannst du selber. Ich muss zwar hier noch fertig moderieren, aber ich bin jetzt mutig, Wolf. Wir testen. Mm-hmm. Eine Giftpflanze. Wolf vergiftet uns. Na, sie ist... Angenehm. Säuerlich, aber angenehm, bisschen, doch? Ja, bisschen säuerlich. Ein bisschen in Richtung Vogelbeere geht es ein bisschen. Ja. Mhm. Eher so richtig ein Herztrag. Mhm. Kann man sowas denn zum Beispiel, na gut, das kann man vielleicht im Garten auch anbauen, oder? Weil jemand fragt noch, kann man die Wald- und Wiesenkräuter denn auch im Garten anbauen? Wir hatten es schon mit dem Bärlauch. Ja, also wenn man es im Wald hat, warum im Garten anbauen? Aber die ist so schön. Und deswegen würde ich die mir, oder werde ich sie mir sogar, in den Garten pflanzen. Mhm. Übrigens in Amerika heißt es die Pflanze Cramp Bark. Und das ist die Krampfrinde. Mhm. Und sie hat eine entkrampfende Wirkung, besonders bei Unterleibkrämpfen und dergleichen. Ja. Also es ist auch für die Indianer ist es eine Heilpflanze. Wir hatten im Vorfeld euch mal ein Bild gepostet und zwar mit Wolf und mit einem Korb im Wald. Da war noch eine junge Dame an deiner Seite. Vielleicht können wir das Bild mal zeigen. Geht das? Viele von euch haben es bestimmt gesehen. Ja, und im Wesentlichen gab es zwei Fragen von euch zu diesem Bild. Schauen wir mal, ob wir es bekommen. Da ist es schon. Könnt ihr euch vorstellen, was für zwei Fragen gestellt wurden von den Leuten? Also, was wollen die Leute wissen? Was mit dem Korb? Was ist mit dem Korb, genau? Mhm. Und die junge Dame an deiner Seite, die interessiert auch. Magst du uns die mal vorstellen? Ja,
Die können wir hier vorstellen. Die können wir sogar live vorstellen, aber ich glaube, sie ist gerade nicht hier. Sie ist gerade abkömmlich. Ach, schade. Ich glaube, Kira hat uns verlassen. Aber vielleicht können wir das Bild trotzdem noch mal zeigen. Da ist sie ja noch mal drauf. Ja, das ist dein ständiger Begleiter im Wald. Ja, ne? Ja, ja. Das ist ein ganz lieber Wald. Ja, die Hunde, die schenken uns ja ihre Sinne. Sie riechen Dinge, die wir mit unseren verkummerten Primatennäschen, das wir nicht ausbilden konnten, weil wir oben in den Bäumen herumgeklettert sind, schenken die uns ihre Nase. Mehrere tausendmal können die besser riechen als wir. Und dann hören sie gut. Und wenn man dann in Einklang mit denen ist, dass sie erweitern auch unsere Sinne. Und das ist sehr schön im Wald, einen Hund dabei zu haben. Normalen Hund, viele Hunde, die Stadthunde, die immer eingesperrt sind, die rasen dann herum und verhalten sich also verrückt, aber so ein Hund, der läuft dann bei Fuß, ist gut. Und in den Korb, der Korb, das ist, da habe ich so ein paar Waldkräuter, weil der Fotograf das eben sehen wollte. Zum Glück dürfen wir auch das in unserer Sendung sagen. Ja klar, das ist auch schön, aber da drin, man sieht eine gelbe Blüte. Und, das, vielleicht können wir es auch noch mal zeigen kurz. Dass ja, da sieht man eine gelbe Blume und das ist das Fuchskreiskraut. Ein Kreiskraut, ist es da zu sehen? Ganz diesem, versteckt, ne? Auf bei dem anderen Bild. Nicht, auf der anderen Seite. Also es ist mir ein bisschen zu weit entfernt. Also ich sehe da Farn. Und es könnte sein, dass es eine Holunderblüte dabei. Also es ist ein bisschen weit entfernt von mir hier zu sehen. Holunderblüten sind ja also eine der besten Medizinen überhaupt. Bewiesenerweise antiviral wirkend und bei jeder Grippe einen schönen Holundertee, ein oder zwei Tassen. Und das ist schweißtreibend. Es regt das Immunsystem an. Und meistens, wenn da so eine Grippe kommt oder irgendeine Erkältung, nehme den Holundertee, wickel mich ein. Und wenn ich dann schwitze, dann kriege ich, dann ist es gestoppt. Gell? Also, ja, das sind so ein bisschen die. Ein Adlerfarn haben wir ja auch gesehen. Der Thomas hat ja gefragt, was macht man mit dem Farn? Ich glaube, in Japan wird er gegessen, ne? Er ist nicht nur in Japan. Das ist, gilt bei uns auch als giftig heutzutage. Aber in Japan wird das immer, ist es ein ganz beliebtes Gemüse, die jungen Triebe, die sich so entfalten. Bei den Indianern, Fiddlesticks haben wir das genannt, das sind, weil das so gekräuselt ist wie eine Fiedel oben. Die alten Guanchen, das sind die Ureinwohner der Kanaren. Das war fast eine tägliche Mahlzeit. Die haben das mit Gerste und dann die Wurzel von dem Farn und dann noch einige dort wachsende Beeren und haben das gemahlen, getrocknet und geröstet. Und das war das tägliche Essen, so ein Kraftessen, das heißt Gofio. Wenn man dorthin geht, kann man immer noch Gofio kaufen, aber das ist dann geröstet und weiß und ist nicht genau dasselbe. Also es war, und für die Maori ein ganz wichtiges Nahrungsmittel. Und ja, man muss eben, wenn man diese jungen Blätter isst, dann muss man die erstmal in Lauge oder Salzwasser, das habe ich alles in dem Buch beschrieben, einwässern und dann das Wasser ändern und dann ist kein Problem. Die Japaner machen dann noch die Warabi-Stärke und da gibt es wunderbare Süßspeisen daraus gemacht. Also eine vielfältige Pflanze. Sie ist sehr kalihaltig und deswegen eignet sie sich als Mulch, als Bodenbedeckung bei Kartoffeln, denn die mögen Kali. Und in Schottland und so, da wird es als Einstreu, weil das wächst dort sehr viel, Einstreu bei den Tieren, den Rindern und Schafen verwendet und dann kompostiert und man hat einen kalireichen Kompost. Also sehr, sehr wertvolle Pflanze, ja.
Lasst uns gerne noch mal von den Kräutern über das Buch in die Buchwelt gehen, oui. Liebe Nadja. Der GU-Verlag, für den du ja tätig bist, ist ein ganz traditionsreiches Unternehmen. Ne? Dieses Jahr steht auch ein großes Jubiläum bei euch ins Haus. Und auch eure Zusammenarbeit, ihr habt ja schon ein bisschen drüber gesprochen, die gibt es ja nun auch schon seit 10 Jahren ungefähr, es ist schon eine längere Zeit. Und über den Verlag und auch über die Zusammenarbeit haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Das war jetzt auch mit Nadja nicht abgesprochen. Ne? Nee, aber ist okay. Mal's ab. Der Verlag Gräfe und Unzer schaut auf eine lange Tradition zurück. 1722 wurde mit der Buchhandlung Gottfried Eckhardt in Königsberg der Grundstein für den Verlag gelegt. Im selben Jahr erscheint der erste Ratgeber für gutes Leben. 1740 folgt das erste Gartenbuch. Heute, 300 Jahre später, ist GU der führende Verlag für Ratgeber- und Reiseliteratur und steht Menschen mit lebensrelevanten Büchern zur Seite. Im Jahr 2012 entsteht das erste gemeinsame Buch mit Wolf-Dieter Stoll, der Selbstversorger. Das Gartenbuch mit geballtem Wissen und praktischen Tipps zur Selbstversorgung wird ein Bestseller der Gartenliteratur. Weitere Bücher lassen nicht lang auf sich warten. Wie etwa Die Unkräuter in meinem Garten, in dem Wolf-Dieter Stoll seine Liebe zum wilden Kraut teilt. Damit gewinnt er die Herzen der Leser und 2018 auch den Deutschen Gartenbuchpreis. Unsere grüne Kraft von Christine Stoll setzt die Erfolgsreihe 2019 fort mit einem praktischen Ratgeber zu Heilpflanzen für alle Fälle. Ein Jahr später wird die erste Biografie der Beziehung zwischen Mensch und Wald im Buch Wir sind Geschöpfe des Waldes zu einer Reise zu unseren Wurzeln. Gekrönt wird die lange Kooperation mit dem aktuellen Titel Meine Kräuter des Waldes, das bereits als Spiegel-Bestseller gelistet ist. Seit 15 Jahren sorgt Nadja Harzdorf van Wickeren im Verlag GU dafür, dass lebensnahe Bücher im Bereich Heimtier, Haus und Garten die Leser begeistern. Mit ihrem sicheren Gespür für Themen und Autoren entstand so eine Zusammenarbeit, die von Freude, Wertschätzung und Erfolg geprägt ist. Wir sagen Danke und freuen uns auf mehr. Ja, wir sagen Danke und freuen uns auf mehr. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung erinnern mit Wolf-Dieter? Wie war das damals? Mhm, tatsächlich, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Es wurde ein Kinofilm vorgestellt über den Ganges. Ich weiß den genauen Titel nicht mehr. Rückkehr an den Ganges, genau. Und das war unsere erste Begegnung letztendlich. Und ich weiß noch, dass ich unglaublich beeindruckt war von Wolf-Dieter. Also, weil ich glaube, so wie es anderen Menschen auch ging, so ging es mir eben auch. Ja? Wolf-Dieter berührt einen. Ich weiß gar nicht, ob du das bewusst machst oder, aber so ist es letztendlich und man fühlt sich bei ihm von Anfang an irgendwie komplett angenommen und wir hatten, ich sage jetzt mal auch von Anbeginn direkt viele gute Gespräche und es war klar irgendwie, dass das so, das ist auf einer Ebene, sagen wir es mal so. Und ich glaube, man kann auch nur gute Bücher zusammen machen, wenn man, ich sage jetzt mal auch da wirklich einen guten Kontakt zueinander hat. Ja? Ja, wenn man sich zuhören möchte, wenn man interessiert ist an dem anderen. Und da hatten wir so tatsächlich von Anfang an wirklich, war es klar. Also würde ich sagen, zumindest bei mir und ich hoffe bei dir auch, Wolf. Ja, super, die Bücher, die ihr da macht. Ja. Gute Arbeit. Jetzt ist Wolf-Dieter ja nicht der einzige Autor, mit dem du zusammenarbeitest. 300 Jahre GU, das ist ja eine lange Zeit, 1722 haben wir gesehen, ne, ging es los mit dem ersten Buchladen. Das ist ja schon was Besonderes für so ein traditionsreiches Altersunternehmen zu arbeiten, ne? Ja, absolut. Also gerade auch so in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, ja, wenn man sich vergewissert oder auch vergegenwärtigt, 300 Jahre, ja, was ist das für eine Zeitspanne? Was ist da alles passiert? Ja, wie hat sich dieser Verlag entwickelt? Wie viele Leute arbeiten mit Herzblut bis heute, ja, dafür gute Bücher zu machen? Und das ist schon was ganz Besonderes, ja. Und das geht auch so durch den Verlag gerade, das merkt man, ne? Also da ist ein unglaublicher Stolz und
gefeiert. Ne? Ja, und auch so eine Wichtigkeit. Ne? Also, dass man sagt, wir sind eben nicht einfach nur, wie soll ich sagen, so was Junges, gerade mal gegründet, sondern wir haben eine Geschichte. Wir haben auch eine Identität, die wir irgendwie mit uns tragen und die wir hoffentlich ja auch noch in die Zukunft tragen. Ja, und wir haben gesehen, 1740 war das erste Gartenbuch schon auf dem Markt. Schau mal. Jetzt kann ich dich dazu nicht mehr fragen, das hast du sicher nicht betreut, aber was hat sich in den letzten Jahren... Da hätte ich mich sehr gut gehalten. Da hätte ich dich sehr gut gehalten. Ja, vielleicht warst du ja schon mal da. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Aber über die letzten 15 Jahre, glaube ich, kannst du was sagen? Haben sich die Gartenbücher zum Beispiel oder auch die Naturbücher oder auch so Kräuterbücher, hat sich da viel verändert in den letzten Jahren? Also ich glaube, was sich verändert hat, ist, also ich bin seit 2007 bei Gräfe und Unser und seit 2012 bin ich Verlagsleiterin. Und was sich im Garten verändert hat, ist einfach, dass am Anfang war das so ein bisschen so Garten, als ich angefangen habe. Es war eher so, dass, ja, schenk mal das Buch der Oma oder so. Ja. Mhm. Und was sich aber, glaube ich, verändert hat, ist wirklich, Gärtnern ist eine Lebenseinstellung. Ja. Und Garten verbindet alte Leute, verbindet junge Leute. Mhm. Und das, ich glaube, das Schöne am Gärtnern ist, das ist so ein Stück Selbstbestimmtheit. Ja? Mhm. Da komme ich in Kontakt mit sozusagen nicht nur mit der Natur, sondern auch mit mir letztendlich. Mhm. Ich kann was bewirken, ich sehe, was passiert. Ja? Mhm. Es gibt mir ja auch sehr viel Zuversicht letztendlich, dass ich einfach weiß, ne, ein Samenkorn, Wasser, Sonne und Leben entsteht. Und ich glaube, das ist das Faszinierende. Und das Schöne ist, dass Gärtnern inzwischen wirklich vollkommen modern ist und alle anspricht. Jetzt haben wir ja gesehen, Gartenbücher, das waren einige Zusammenarbeiten. Jetzt das letzte Waldkräuter. Wie ist es überhaupt zu der Idee gekommen, Wolf? Warum ein Buch über Waldkräuter? Also ursprünglich, soll ich sagen? Ja, ja, dann Nadja. Genau. Du hattest ja unser schönes Buch gemacht, Geschöpfe des Waldes. Genau, ne? Und letztendlich schon bei dem Buch war es ja so, dass wir eigentlich drei Bücher hätten machen können. Mhm. Und dann haben wir in Gesprächen überlegt, was sind denn noch so Themen gewesen, die dich bewegt haben während der Arbeit. Und dann kamst du und hast gesagt, du würdest eigentlich gerne mal was über... Jetzt erinnere ich mich. Ja. Jawohl. Doch, das hast du mir auch erzählt im Gespräch, dass du wirklich auch gerne mal über diese bisschen unbekannteren... Genau, weil die anderen Kräuter, da immer dieselben. Mhm. Und es gibt ja tausende von Kräuterbüchern. Ja. Mhm. Und hier habe ich welche, die man meistens gar nicht in Betracht zieht und ignoriert. Und die haben mich selber interessiert. Eine der Pflanzen, die im Herbst, glaube ich, kommt sie vor, der Wasserdost. Mhm. Wird ja auch Hirschgünsel oder Hirschdost genannt. Ne? Viele Hirschapotheken gibt es noch. Was hat es so mit diesem Symbol des Hirsches noch auf sich? Ja, der Hirsch galt in der alteuropäischen Kultur als der Kenner der Heilpflanzen. Mhm. Und als Feind der Schlangen. Mhm. Und Schlangen, das sind so eher nicht nur physische, sondern auch metaphysische Schlangen, sind die Krankheitsgeister. Ja. Und der Hirsch, der wurde assoziiert, schon bei den Kelten. Da gab es ja den großen Hirschgott Cernunnos. Mhm. Und er wurde mit Geweih dargestellt. Und zwischen dem Geweih leuchtet so wie eine ätherische Sonne. Mhm. Und das ist, das wurde dann dieses heidnische Motiv. Und der wird im Herbst, wird er von dem schwarzen Unterweltgott erschossen und wird dann wiedergeboren. Und im neuen Zyklus ist er wieder da. Zur Sommersonnenwende steht er auf dem Weltenberg und leuchtet mit goldenem Geweih. Er ist ein Sonnentier in dem Sinn. Und das Bild war so tief geprägt bei den Kelten und den Ureinwohnern hier, dass es hinübergerettet wurde in das Christentum, und zwar mit dem Hubertus, dem Jäger. Der war ursprünglich eben der keltische Totengott. Und dieser Hubertus hatte dann den Hirsch vor seinem Bogen oder seinem Armbrust. Und da sprach der Hirsch, Hubertus, kennst du mich nicht? Und da leuchtete es wie die Sonne zwischen dem Geweih. Und es war Christus, das Licht der Welt. Mhm. Also so hängen diese Dinge zusammen. Also eine großartige
Mythologie. Der Wasserdost, wofür wenden wir den an, wenn wir den finden? Der Wasserdost, der ist auch eine ganz starke immunstärkende Heilpflanze. Und zwar wurde sie ja benutzt eben als Tee und dergleichen, um das Immunsystem anzuregen. Inzwischen gibt es da Fragen, ob es nicht Pyrrolizidin-Alkaloide enthält. Ja, aber in so geringen Mengen, dass jemand wie Rudolf Fritz Weiß, Professor für also Phytotherapie, war ganz bekannt, er sagte, in therapeutischen Dosen ist das nie ein Problem. Also es ist immunanregend, so wie Echinacea. Echinacea wurde von Gerhard Madaus, das ist ein aus Dresden, ein großer, er war auch ein Geschäftsmann und er wollte eben diese Echinacea, das hat er in Amerika kennengelernt, unter die Menschen bringen und hat ein großes Geschäft gemacht. Aber es hiesige würde genauso wirken. Es wurde dann der heiligen Kunigunde geweiht, deswegen heißt es Kunigundenkraut. Und es ist eine Kaiserin, die echt heilig war. Und dann heißt es auch, ja, heißt es auch Wasserhanf oder Eupatorium cannabinum. Eupatorium ist Eupator, der Herr der Leber. Wirksamen Pflanzen ist auch eine Leberpflanze, die bei Lebererkrankungen wirkt, ist auch so bitter. Und Cannabinum, der spezifische Name, bezieht sich auf Cannabis. Und da mögen einige die Ohren spitzen. Ihr könnt euch riesige Joints bauen oder vollstopfen. Es wird nichts passieren. Ihr kriegt eher einen Lungenkollaps, als wie das hier heimt. Aber die Blätter sehen aus wie wie Cannabis, also wie Hanfblätter. Eine Frage noch einer Zuschauerin, Petra. Kann es denn auch sein, dass wir ganz intuitiv zu den richtigen Kräutern auch im Wald greifen, die uns vielleicht gut tun? Oder ist da Vorsicht geboten? Das ist ziemlich, ja. Wir sind nämlich als kulturelle Wesen ziemlich weit abgerückt. Wir leben nicht in den Instinkten. Die Instinkte sind meistens mit dem Riechen verbunden. Eine Kuh weiß ganz genau, was nicht nur was essbar ist, sondern was sie braucht und nimmt das rein. Und auch die Bären und andere Tiere. Bei den Menschen. Und wir haben zu viele Gedanken und es könnte sein, dass das möglich ist, aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Und unsere Kräuterkunde, die beruht auf Überlieferung, auf Sagen, auf alte, weise Kräuterfrauen und Kräuterseps, die das weitertragen. Wenn man einmal drin ist und die Pflanzen kennt, dann weiß man, oh, das gehört zu dieser oder jener Familie und das könnte gut sein. Und da ist so ein bisschen, wie wird das Instinkt wie geweckt dann, ja. Eine weitere Frage, die wir noch bekommen haben. Sollte man Kräuter an den Wegesrändern vielleicht eher meiden, wegen der Qualität? Das kommt drauf an, welche Wegesränder. An welchen Wegesrändern, ne? Genau. Also hier nicht, wo Jogger und Hunde, also Hunde ausgeführt werden oder neben Hauptstraßen, ist ja klar. Aber auf dem Land, ich hätte da kein Problem mit Pflanzen am Wegesrand. Die Antje möchte gerne noch wissen, sicher auch viele von euch, wie ist es denn im Winter? Winter, haben wir gesehen, ist im Buch schon gar nicht mal so mit dabei. Ne? Können wir da auch noch was sammeln oder sind da vielleicht auch die Pilze mehr im Vordergrund? Oder? Also im Winter, also wo wir sind hier im Allgäu, da ist absolut, da kann man nicht mal Gabel reinstecken und da weiß man, oh, da ist ein Beinwell, den brauche ich, aber da braucht man einen Presslufthammer, um da reinzukommen. Das ist eben die traditionelle Kräuterkunde, ist, man sammelt die zur optimalen Zeit. Also die richtige Zeit. Ja. Und dann werden die Kräuter getrocknet im Schatten an luftigen Orten, sodass sie ihre Farbe und Qualität behalten. Und dann, wenn man sie als Tee nimmt oder als Kompresse oder so, und man gießt das heiße Wasser drauf, ist es für einen Moment, als werden sie wieder lebendig und dann fallen sie in sich zusammen. Aber die getrockneten Kräuter haben
praktisch dieselbe Qualität wie die frisch gesammelte und manchmal sogar ein bisschen, sind so ein bisschen mehr. Mhm, das ist wie die Omas gemacht hat, Nadja, ne? Ja, ja. Durch den Wald und am Wegesrand, durch die Wiese, absolut. Die Blumen, die Pflanzen getrocknet. Kommt mir sehr bekannt vor. Genau. Der Tom möchte gerne noch wissen, er hat mal gehört, dass die richtigen Pflanzen wirklich auch in der Nähe wachsen, nämlich im eigenen Garten oder um das Haus. Was hat es damit auf sich? Also das habe ich damals, als ich noch so Vollwissenschaftler war, gedacht, absoluter Aberglaube, aber ich höre es immer wieder. Und ich höre dann, wie Kräuterpfarrer Künzle und Kneipp und so weiter und Maria Treben sagen, doch, das ist so. Paracelsus erklärt das, wir sind zwar physisch getrennt, aber wir teilen mit dem, was rundherum ist, ein ätherisches Feld. Und es sind Leute, die eben liebevoll und gut drauf sind, ist es tatsächlich so, rundherum wachsen die Kräuter schöner und harmonischer. Also wir sind verbunden und es ist oft so, dass gerade wenn da irgendein Leid ist, die richtige Heilpflanze wächst da. Auf einmal ist sie da, wie kommt sie da hin? Bei mir war auf einmal die Karde da und ich hatte schwere Borreliose. Oder eine Frau erzählte, ihre Mutter, begeisterte Gärtnerin, hatte ein chronisches Leiden und da war eine Pflanze, die hasste diese Pflanze. Und zufällig im Buchladen guckte sie Maria Trebens Buch, da war diese gehasste Pflanze. Ich glaube, es war Ackerschachtelhalm. Und das war gerade, was sie brauchte und hat sich da heilen können. Das wurde mir erzählt, das habe ich nicht gelesen. Ich höre sehr viel solche Sachen von Leuten, die sich für Pflanzen interessieren. Doch, da kann was dran sein. Luisa fragt auch noch, was bedeuten Pflanzen auch in unseren eigenen Träumen? Ja, das sind echte Botschaften aus dem tiefen Unterbewusstsein. Denn das Hirn weiß nicht alles. Das ist so wie die Spitze eines Eisbergs. Unser Bewusstsein ist viel, viel tiefer und manchmal schickt das Bewusstsein Botschaften und sagen wir mal eine Pflanze. Das kann man sehr schwer von außen sagen, wenn jemand sagt, ja, ich träume von der Hasel, was das bedeutet. Das kann man von außen nicht sagen, aber irgendwie sollte man dranbleiben, da ist eine Bedeutung. Gehen wir doch noch mal in den Wald. Schauen wir uns vielleicht den Waldmeister. Ist jetzt auch keine ganz unbekannte Pflanze, aber irgendwie gehört sie auch in den Frühling mit dazu. Was kannst du unseren Zuschauerinnen und unseren Zuschauern noch zum Waldmeister sagen, was sie noch nicht wissen? Oh, das ist schwer. Oh. Das ist die Herausforderung. Das ist die Aufgabe. Ja, Waldmeister ist, der hat ja diesen wunderbaren Duft. Man erkennt es nicht, wenn man es pflückt, ja, das kann nicht ein Waldmeister sein. Der muss angewelkt sein und das sind dann Kumarin-Komponente, die diesen herrlichen Duft machen. Und das hat man schon seit vorchristlichen Zeiten, gehörte das zum Frühlingsfest, zum Maifest. Und ein Mönch namens Wandelbertus, wann war der, so um 800 herum, der sagt, und tut ein bisschen Wein, und tut den Waldmeisterlein in euren Wein. Also es ist sehr alt und es gibt einen guten Geschmack und macht wach und so weiter. Und wenn man sehr viel reintut, dann kriegt man so fast so ein bisschen einen psychedelischen Rausch. Also habe ich auch erlebt. Also gut bürgerlich und vernünftig nimmt man nur ein bisschen und lässt es drin und dann hat der Wein guten Geschmack. Aber wenn man Berserker ist, dann macht man es mal anders. Das heißt, dann kriegt man wahnsinnigen Kopfschmerzen, aber habe ich nicht gekriegt. Der Waldmeister ist auch angegriffen worden wegen dem Kumarin. Als ich Kind war, da gab es noch kein Coca-Cola, Fanta und dergleichen. Und da hat man dann, wenn man Ausflug oder Sonntagsspaziergang machte, da hat die Familie dann ist eingekehrt, Mutter trinkt Kaffee, Vater trinkt ein Bier und die Kinder kriegten Brause und die war grün oder rot. Grün war der Waldmeister, rot war Himbeer. Und dann kam diese Angst, das könnte krebserregend sein. Und da wurde dann der Waldmeister und Waldmeister Brause, Waldmeister Bohle,
Waldmeister Schwabbel Wackelpudding war auch verboten. Und dann stellt sich heraus, die Untersuchungen waren ganz falsch angestellt. Das stimmt, es ist kein Problem. Aber inzwischen hatten die großen internationalen Konzerne den Markt besetzt und niemand trinkt Waldmeister oder Himbeerbrause. Doch, einmal im Mai die Waldmeisterbowle, oder Nadja? Kommt die bei dir auch auf den Tisch? Du sitzt ja eigentlich an der Quelle mit den Kochbüchern, das oder? Ist richtig. In deiner Abteilung? Aber tatsächlich, bei mir kommt sie jetzt nicht, aber ich kenne es aus meiner Kindheit. Ich weiß, dass also früher bei uns auch zu einer bestimmten Zeit gab es eben Waldmeister und dann gab es, genau wie du gesagt hast, auf einmal so, da hieß es, nee, böse und gibt's nicht mehr. Aber ich würde tatsächlich jetzt, wo Wolf-Dieter auch gerade so drüber spricht, also ich habe das als sehr, sehr lecker in Erinnerung. Ja. Aber wir machen das immer noch. Also so eine Waldmeisterbowle gehört einfach als Ritual, kann man fast sagen, zur Frühlingszeit. Der späten Frühlingszeit, so Mai, da blüht sie. Aha. Ja, vielen Dank nochmal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich lese nämlich, es kommen ganz viele nette Kommentare zu dem, was ihr hier in der Sendung zu sagen habt. Also vielen Dank für eure ganz rege Teilnahme, für eure vielen Fragen. Und ein bisschen Zeit, sehe ich, haben wir auch noch. Wir stürzen uns, wir bleiben noch ein bisschen im Wald, Wolf, ne? Genau. Eine Frage, die die Menschen auch bewegt, Nicole zum Beispiel hat geschrieben, dass sie, wenn sie bestimmte Waldbäume oder auch Kräuter trifft, dass sie da auch heilsame Begegnungen erlebt. Tatsächlich bei einem Baum mal sehr lange verweilt und das Gefühl hat, man ist wie mit einem alten Freund zusammen. Ist das so eine besondere Verbindung, die wir da haben mit den Bäumen? Oder gibt es das, dass ich eine besondere Verbindung auch zu einer Pflanze, zu einer bestimmten Pflanze haben kann? Doch, das ist manchmal, die Indianer sprechen von pflanzlichen Verbündete. Und das kann man als individueller Mensch haben. Oder eine Pflanze offenbart sich und offenbart ihre Heilkraft. Und das ist nicht unbedingt, was man in irgendeinem Buch liest. Die Indianer haben sowieso lesen keine Bücher. Wenn die zur Schule gehen, da sitzen sie da, das geht hier rein und da raus. Die wollen die unmittelbare Wahrnehmung der Natur nicht durch alle möglichen Gedanken stören. Und die sprechen von pflanzlichen Verbündeten und oft ist es eine Lieblingspflanze, die man hat. Vielleicht weiß man den Namen nicht. Man wird immer wieder angezogen von der Pflanze. Und dann, wenn man den Namen weiß, deswegen sind die Namen ja so wichtig, dann kann man ein bisschen mehr forschen und man erkennt, wie nicht nur die Indianer, auch in Indien, wie man sagt, das sind geistige Wesen in Pflanzengestalt, die dann eine Verbindung aufnehmen. Das kann eine karmische Verbindung sein. Die Pflanzen sind nämlich physisch wie wir, da. Und sie sind als Lebewesen, als Lebensenergie da, ätherische Wesen. Aber was die Seele und den Geist betrifft, der umhüllt die Pflanze. Er ist nicht drinnen. Die haben ja keine inneren Organe. Und mit diesem geistigen Wesen der Pflanze kann unsere Seele, wenn sie still ist, kann Kontakt aufnehmen. Und da offenbart sich oft sehr viel. Aber genau. Was viele von euch auch interessiert hat oder bewegt hat, ist nicht nur, was können wir von der Natur bekommen, sondern was können wir auch zurückgeben? Silvia, Gabriele und viele andere, was wünscht sich denn der Wald von uns? Der Wald, die Pflanzen, was sie wünschen, ist unsere Liebe, unsere Bewunderung. Ja, dass wir sagen sozusagen, oh, wie schön bist du. Und nicht nur sagen, sondern diese Schönheit empfinden. Und das ist Energie, das wir ihnen geben. Das sieht man auch beim Gärtnern, liebevolle Gärtner oder auf der Fensterbank. Bei einigen, da wachsen die Pflanzen sehr freudig. Man sagt, die haben grünen Daumen. Das ist, weil sie sich Zeit nehmen und weil sie den Pflanzen zuhören, wenn die Pflanzen sagen, hey, gib mir ein bisschen Wasser, es wird ein bisschen trocken oder so. Und es ist ein Dialog, der da möglich ist. Und das ist das Allerbeste. Das ist der Naturschutz. Das ist wichtiger als auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern wir helfen der Natur, indem wir hineingehen. Das hat man traditionell gemacht.
Spaziergänge im Wald, haben Familien früher gemacht und haben dann Lieder gesungen. Das ist für die Pflanzen auch sehr wichtig. Die scheinen irgendwie zu hören. Lieder, oh, wie schön bist du, Wald, im Wald, im grünen Walde und so weiter. Und das kennt man nicht nur hier in der mitteleuropäischen Kultur, das kennt man überall. Ich kenne das von den Indianern in Indien oder anderswo. Singt man auch den Garten zu, damit die Sachen besser wachsen. Und das ist Erfahrung, das ist nicht nur irgendeine Theorie. Also das ist das Beste, dass man einfach es klingt kitschig, aber seine liebevolle Beziehung hat. Das sagtest du ja auch im Vorfeld in unserem Gespräch, Nadja. Marco, einer unserer Teilnehmer, meinte, dass er empfindet, die Menschen rücken doch immer ein bisschen weiter auseinander. Und wir hatten über Zuhören gesprochen. Und du sagtest, du vermisst ein bisschen echtes Zuhören. Das wird immer schwieriger. Und da ist die Natur einfach auch eine große Hilfe, das wieder zu lernen. Ne? Ja, ich glaube halt tatsächlich, also achtsam sein, ne? Also ja. Zuhören, Dialog, in den Dialog treten. Da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, ne, Wolf-Dieter. Zuhören bedeutet halt, dass ich nicht eigentlich schon die nächste Frage irgendwie parat habe und nur warte, bis der andere seinen Redeschwall beendet hat, damit ich sofort irgendwie rein kann, ja? Sondern Zuhören bedeutet, ich möchte ja wirklich auch was erfahren. Ich möchte was aufnehmen. Und ich bin wirklich sozusagen auf Sendung in dem Moment und will was empfangen. Und ich finde schon, dass das immer weniger wird. Also, dass man leider teilweise doch das Gefühl hat, die Leute sprechen eigentlich nur miteinander um des Sprechens willen und um ihre Sendung irgendwie loszuwerden. Aber das Empfangen, das tritt häufig doch zurück. Und ich glaube schon, dass da in Beschäftigung mit der Natur dieses Achtsamsein, Zuhören, Schauen, ja, sich selbst auch zurücknehmen und einfach auch anderes wirken zu lassen, ich glaube, dass das einerseits sehr wichtig ist und dass da uns die Natur auch viel helfen kann. Viel wird blockiert durch unser Wissen, unser Kopfwissen. Ja, wenn man da hingeht und sagt, ja, brauche ich nicht weiter anzugehen, ich habe hier ein Buch, das ist der Löwenzahn, klar. Das ist was anderes, als sich zum Löwenzahn hinsetzen und wissen, das erste Mal, dass ich hier sitze, dieser Löwenzahn ist einmalig und dieser Moment ist einmalig. Und wenn man da hineingeht, dann kommt man schon so ein bisschen in die seelische und ätherische Welt hinein. Und jede Pflanze kann das sein. Aber wenn wir Kopf voller Fakten haben und alles darüber wissen, dann haben wir keinen Kontakt. Ja. Lasst uns gerne, ich sehe, die Zeit für die Sendung wird langsam knapp, aber lasst uns gerne noch ein, zwei Fragen aufnehmen, wenn ihr noch so viel Zeit habt. Ja, Waldkräuter, die man auch räuchern kann, ist noch eine Frage. Ja, naja, ich räuche ganz traditionell mit Pflanzen, die es schon in der jüngeren Altsteinzeit gibt, als wir Mammutjäger waren in der eiszeitlichen Steppe. Und das ist der Beifuß und der wird überall, wo er wächst, wird er zum Räuchern genommen, weil er öffnet den Geist. Überall auch zirkumpolar, also in der neuen Welt und hier, das Mariengras, das heißt in Island noch Freiersgras, aber die Indianer kennen das und es kam über die Indianer wieder zurück zu uns. Und dann der Wacholder, und zwar nicht Wacholderbeeren, sondern getrocknete Zweige, das sind so für mich die drei Urräucherungen. Dann kann man noch ein paar andere Sachen mit dazu nehmen, Johanniskraut oder was immer. Aber ja, das ist schön, aber Harze muss nicht sein. Kann man sich vielleicht gut aus dem Wald, ne? Fichtenharz oder Kiefernharz. Oh ja, das ist sehr gut. Das hat meine Oma immer eben zur Weihnachtszeit auf dem Herd. Und das ist für mich der Duft des Weihnachten. Ja. So Fichten oder Tannenharz. Unsere Omas, ne? Da hätten wir bestimmt auch unsere Zuschauer noch viel dazu zu erzählen. Wir haben euch ja am Anfang der Sendung gesagt, dass es noch zwei Exemplare des neuen Buches zu gewinnen gibt heute. Ja, jetzt bitte ich unsere Regie, uns mal die Gewinner einzublenden. An wen gehen denn unsere beiden Bücher? Natürlich signiert. Wir drücken mal die Daumen, vielleicht können wir noch einen kleinen Trommelwirbel machen. Ja, du kannst schon mal losschreiben.
Vielleicht habt ihr ja schon. Haben wir schon die Gewinner? Sonst nehmen wir uns gerne noch eine Pflanze. Ihr habt ja bestimmt noch 5 Minuten Zeit, oder? Wir auch. Wir müssen heute nirgendwo mehr hin. Dann warten wir noch einen kleinen Moment. Die gewöhnliche Pestwurz, die ist ja auch noch so eine Frühlingspflanze. Später macht sie dann richtig große Blätter. Ja, ist eine Frühlingspflanze. Die Pestwurzen, die treiben genauso wie der Huflattich, treiben zuerst die Blüte. Und die Waldpestwurz hat eine weiße Blüte und ganz früh eine der allerersten Frühlingspflanzen. Und dann später kommen dann die Blätter. Mhm. Und die normale Pestwurz, Petasitis officinalis. Officinalis heißt, sie wurde in den Apotheken angewendet. Die hat die größten Blätter der einheimischen Pflanzen. Und da gibt es viele Namen. Das ist Sonnenschirm und Petasitis kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich Hut oder Sonnenhut. Und hat verschiedene Namen in Frankreich. Chapeau de Diabel, also Teufelshut oder Chapeau de Sorcière, der Zaubererhut. Und ja, spielt eine Rolle eben so in der Volksheilkunde. War immer eine ganz wichtige Heilpflanze, eine Wurzel. Und man hat es mit der Pest dann assoziiert. Es treibt, sagen die alten Kräuterkundigen, die pestilenzischen Gifte aus dem Körper, also schweißtreibend. Es hat eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur. Ganz ähnlich wie der Huflattich ist auch gut bei Husten. Nur wird heute wieder wegen Pyrrolizidin-Alkaloiden gewarnt. Ich glaube, da habe ich auch in dem Buch etwas drüber geschrieben, weil ich habe das sehr sorgfältig recherchiert. Was ist die Wahrheit? Es gibt um die 600 verschiedene Pyrrolizidin-Alkaloide und nicht alle sind giftig, die von den Kreisblumen und so weiter. Da muss man vorsichtig sein. Aber ansonsten ist es eine Heilpflanze, die Pestwurz, die wiederentdeckt werden sollte und wo sich dann die Experten analysieren und sagen, ja, das ist okay, die Alten hatten recht. Ja, und damit haben wir auch unsere Gewinner. Wir brauchen einfach noch viel mehr Zeit, oder? Ja. Die nächste Sendung, da müssen wir einfach mehr Zeit machen. Ja, oder du musst weniger schreiben, Wolf. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Das nicht, da stimmt ihr bestimmt jetzt alle zu. Ja, wir haben unsere beiden Gewinner. Das eine Buch geht an Anke Zimmermann. Herzlichen Glückwunsch dir, Anke, zum Buch. Und das zweite geht an Sabine Ritter. Wir hoffen, ihr freut euch. Wir freuen uns für uns. Nächste Woche geht das Buch mit der Post an euch raus. Wie gesagt, mit Signatur. Für alle, die jetzt kein Glück hatten, auch der GU-Verlag macht nächste Woche noch ein Gewinnspiel. Da habt ihr nochmal die Möglichkeit, das Buch zu gewinnen auf GU-Facebook oder Instagram. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und wenn ihr Lust habt, das Buch trotzdem zu lesen, das gibt es natürlich auch im Shop von Wolf-Dieter Stoll auf seiner Seite oder im Buchhandel bei euch um die Ecke. Ja, es war eine tolle Zeit mit euch. Leider ist die Zeit tatsächlich geflogen und schon zu Ende, auch wenn ich sicher bin, da kommt ein Oh von dem einen oder anderen draußen jetzt. Ihr würdet sicher noch lieber länger zuhören. Wenn ihr die Aufzeichnung zur Sendung noch haben wolltet, dann tragt euch gern für den Newsletter von Wolf-Dieter Stoll ein. Dann geht diese Aufzeichnung auch gern nächste Woche noch an euch und ihr könnt euch noch mal einen schönen Abend machen. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, an euch für eure tollen Fragen, für eure vielen Kommentare, für dieses Dabeisein hier. Natürlich an dich, liebe Nadja, dass wir unsere Nase in den Verlag stecken durften. Das kann man ja auch nicht jeden Tag. Und ich bin sicher, auch in eurem Namen darf ich das sagen, natürlich an Wolf-Dieter Stoll für dein unerschöpfliches Wissen, was du immer wieder mit uns teilst. Ja, vielen Dank an euch.
Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Bleibt dran an der Stoll Akademie, auch an GU. Da gibt es dieses Jahr noch mehr zu gewinnen. Ihr habt gehört, 300 Jahre GU, da wird viel gefeiert und auch viel verlost. Ja, und noch einen schönen Abend wünschen wir euch jetzt und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.